Guten Tag, liebe IMI Hydronic-Freunde. Mein Name ist Rüdiger Wertschulte und ich begrüße Sie zum heutigen Webinar. Heute geht es um die Kombination aus Hydraulik und Regelungstechnik, genauer gesagt, wie die Hydraulik in die Gebäudeautomation eingebunden werden kann, genauer gesagt sogar eingebunden werden soll, wenn man die entsprechenden Passagen für den Nichtwohnbaubereich aus dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz berücksichtigen möchte. Während des Webinars sind Ihre Mikrofone erst einmal stumm geschaltet. Sie haben aber die Möglichkeit, Fragen über die Chat-Funktion zu stellen. Das ist in Ihrem Webinar-Bedienpanel einer der untersten Punkte. Und all die Fragen, die Sie dort hineinschreiben, werde ich dann zum Ende des Webinars gerne beantworten. Sollten es etwas ausführlichere Antworten erfordern, schreibe ich Ihnen natürlich auch gerne per Mail. Das Webinar wird wieder aufgezeichnet und Ihnen auch unaufgefordert zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sie erhalten in den nächsten Tagen eine Mail von uns mit einem Link zum Download eben dieser Webinaraufzeichnung. Dann ist dort ein weiterer Link in der Mail, mit der Sie das Vortrags-Handout zum Nachlesen und Nacharbeiten herunterladen können, sowie eine vorbereitete Rückantwort, falls Sie für Ihre heutige Teilnahme ein Zertifikat wünschen. Das Webinar ist auch bei der DENA als Weiterbildung gelistet. Wenn Sie also DENA-Punkte sammeln sollten, vermerken Sie das der Einfachheit halber dann auch in Ihrer Rückmail. Ja, das wäre es dann auch von meiner Seite genug zur Vorrede. Ich steige jetzt in das Thema ein und wir schauen uns dazu erst einmal die Agenda an. Ups, da ist das Bild wieder weg. So, was habe ich also für heute vorbereitet? Es geht im Grunde genommen auch wieder um das Gebäudeenergiegesetz, jetzt aber aus dem Gesichtspunkt des Nichtwohnbaus heraus. Auch da gibt es natürlich Anforderungen an Neubau oder Bestand mit entsprechenden Übergangsfristen. Auch hier gibt es passend ein Bundesförderprogramm zu, auf das ich dann kurz eingehen möchte, bevor anschließend im Hauptteil des Webinars Lösungsansätze vorgestellt werden, wie eben diese Forderungen am einfachsten und sichersten bedient werden können. Das heißt also, wir beginnen jetzt erst einmal mit dem Gebäudeenergiegesetz und den Anforderungen an die Nichtwohngebäude. Auch hier gilt im Grunde genommen, wie es ja durch die Tagespresse für den Wohnbaubereich schon hinreichend kommuniziert worden ist, um die Tatsache, dass erst einmal, also grundsätzlich, eine neu eingebaute Heizung 65% erneuerbare Energie nutzen soll. Genau wie bei dem Wohnbau gibt es aber auch für Nichtwohngebäude eine zeitliche Abstufung zwischen Neu- und Bestandsgebäuden. Lediglich in Neubauten in ausgewiesenen Neubaugebieten ist seit Januar 2024 eben bei Antragstellung auch darauf zu achten, dass die Gebäudebeheizung oder auch Klimatisierung zu 65% grün gestaltet ist. Bestehende Gebäude oder Neubauten in Baulücken haben die gleichen Übergangsfristen, wie es auch für den Wohnbaubereich gilt. Deswegen habe ich auch hier noch einmal diese Kurzübersicht eingeklinkt, die im Grunde genommen für alle Gebäude unabhängig, ob Wohn- oder Nichtwohnbau, zutreffend ist. Das heißt, auch die Übergangsfristen, die hier für die Wohngebäude genannt sind, gelten für den Nichtwohnbaubereich. Das heißt, im Wesentlichen haben wir Übergangsfristen je nach Größe des Ortes. Großstädte über 100.000 Einwohner kommen zuerst
an die Vorgabe der 65% ab 1. Juli 2026 muss das Ganze eben auch für Bestandsgebäude oder Bestandsanlagen berücksichtigt werden. Bei kleineren Städten unter 100.000 bleiben 2 Jahre weitere Zeit. Hier ist der Stichtag der 1. Juli 2028. Bis zu diesen Stichtagen eben dürfen bestehende Heizungen weiter betrieben werden, sofern sie nicht defekt sind, auch über den Zeitpunkt hinaus. Auch Reparatur ist über den Zeitpunkt hinaus selbstverständlich möglich. Was jetzt neu ist für den Nichtwohnbaubereich und was auch in der Vergangenheit wenig in den ganzen Publikationen berücksichtigt worden ist, sind die Paragraphen 71 und folgende, auf die ich jetzt etwas mehr eingehen möchte, denn da geht es genau um den Bereich der Gebäudeautomation. Es heißt also hier, dass ein Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung größer 290 kW sowohl für Heizung oder kombinierte Heizungslüftungsanlage bis Ende diesen Jahres ein System für Gebäudeautomatisierung nachgerüstet bekommen muss, insofern das noch nicht der Stand ist. Das ist also eine sehr kurze Frist, die letztendlich dem geschuldet ist, dass diese Forderung eine EU-Forderung schon aus dem Jahr 2018 ist, die in unserem vorhergehenden Gebäudeenergiegesetz 2020 noch nicht berücksichtigt worden ist. Und so drückt jetzt halt langsam der Schuh. Das ist also die Nachrüstung, die eventuell zu berücksichtigen ist. Und hier heißt es dann eben auch noch genau, was nachgerüstet werden muss, nämlich eine digitale Überwachungstechnik, mit der folgende Dinge zu berücksichtigen sind. Es muss eine kontinuierliche Überwachung, Protokollierung und Analyse der Verbräuche aller Hauptenergieträger sowie aller gebäudetechnischer Systeme durchgeführt werden. Diese Daten sollen dann über eine gängige, frei konfigurierbare Schnittstelle zugänglich gemacht werden, sodass eben Auswertungen Firmen und Hersteller unabhängig, sprich neutral, erfolgen können. Das alles zu dem Ziel, dass im Grunde genommen diese Anforderungswerte in Relation zu dem Referenzgebäude gesetzt werden können, um zu schauen, arbeitet das Gebäude oder genauer gesagt ja die Anlagentechnik im Gebäude effizient oder gibt es hier Defizite? Das heißt also, es geht letztendlich darum, Effizienzverluste zu erkennen und Abhilfemaßnahmen aus diesen Erkenntnissen heraus abzuleiten. Ja, soweit zu dem Bestandsgebäuden. Bei neu zu errichtenden Anlagen geht es noch über dieses Thema hinaus, denn hier heißt es, dass ein neu zu errichtendes Nichtwohngebäude mit einem Gebäudeautomationssystem mindestens Automatisierungsgrad B aus der DIN 18599 Teil 11 auszurüsten ist. Das heißt also, hier wird auf jeden Fall der Energiestandard ansteigen. Schauen wir uns dazu einmal diese DIN 18599 Teil 11 genau an. Das ist im Grunde genommen wieder etwas typisches Deutsches. Hier gibt es also eine DIN-Norm, die Teile aus Anforderungen der ISO 52120 enthält. Und da gibt es eben Effizienzklassen A bis D, die in der DIN dann Automatisierungsgrad A bis D heißen. Es sind also 4 Automatisierungsstufen definiert für Wärme- und Kälteübergabe, für die Wärme- und Kälteverteilung, für die Erzeugung natürlich auch. Die Verriegelung Heizen, Kühlen ist betrachtet
raumlufttechnische Anlagen, Klimatisierung und auch noch einige Bereiche, die jetzt nicht aus dem Bereich Klimatisieren und Heizen kommen, wie zum Beispiel die Trinkwassererwärmung und die Beleuchtung. Wenn wir uns das jetzt noch etwas genauer ansehen, was denn in diesen vier Gebäudeautomationsklassen definiert ist, dann gibt es eben die Königsklasse, Klasse A, ein hocheffizientes System und ein technisches Gebäudemanagementsystem. Klasse B ist etwas abgestuft, hier heißt es erstmal lapidar erweitertes System mit einigen speziellen Features. Was da genau hintersteckt, werde ich gleich mal in zwei Übersichtstabellen noch weiter erläutern. Dann gibt es das Standardsystem, was im Grunde genommen wirklich so als Standard heute häufigst installiert ist und dementsprechend ja zukünftig im Neubau auch gar nicht mehr eingesetzt werden darf. Naja, und die alten Systeme, die eben nicht energieeffizient sind, fallen in die Klasse D. Schauen wir uns das mal am Beispiel der Wärmeerzeugung an. Wenn wir also als Wärmeerzeuger einen alten Konstanttemperaturkessel vorfinden würden, dann ist das ineffizient und Klasse D. Eine witterungsgeführte Regelung, was ja heute der Standard ist, ist in der Klasse C angesiedelt. Und erst wenn diese witterungsgeführte Regelung auch eine Raumtemperaturaufschaltung hat, dann sind wir in der Klasse B, beziehungsweise wenn das Ganze bedarfsgeführt wird, wenn also die Räume Bedarf signalisieren und danach die Wärme erzeugt wird, dann sind wir eben in der höchsten Effizienzklasse A. So zieht sich das dann im Grunde genommen auch weiter durch, wenn wir einmal die Wärmeübergabe bzw. die Regelung der Vorlauftemperatur uns ansehen. Also manuelle Regelung ist ja seit Mitte der 90er Jahre schon nicht mehr Stand der Technik, fällt damit in die Klasse D. Das normale System einer raumweisen Temperaturregelung, zum Beispiel über Thermostatventile oder auch elektronische Regler, ist der Standard, Klasse C, damit eben auch für Neubau nicht mehr ausreichend. Wir brauchen mindestens eine automatisierte örtliche Regelung, zum Beispiel über ein Zeitprogramm. Und wenn wir in die Effizienzklasse A wollen, dann haben wir hier auch wieder die Kommunikation, eine Präsenzerfassung, sodass eben bedarfsgeführt die Einzelraumtemperaturen geregelt werden können. Das sind also die Anforderungen erst einmal, die jetzt für den Gebäudebestand gesetzt sind, sobald wir über 290 kW Heizlast oder kombinierte Heizkühllast sind. Das heißt also, diese Grenze, die wird auch schon bei größeren Schulzentren oder ähnlichem oder auch bei kleineren Bürogebäuden schnell erreicht. Und denken Sie auch mal an den gesamten Bereich der Wohn- und Geschäftsgebäude. Gott sei Dank gibt es auch hier Fördermöglichkeiten. Und auf die möchte ich jetzt kurz eingehen, bevor wir uns dann mit den entsprechenden Lösungsvorschlägen weiter auseinandersetzen. Auch hier habe ich eine vielleicht schon bekannte Übersicht aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wo eben die Einzelmaßnahmen oder auch die Komplettmaßnahmen beschrieben sind. Und hier findet man immer den Hinweis Wohn- und Nichtwohngebäude. Es gibt also auch für Nichtwohngebäude Einzelmaßnahmen, die aktuell noch gefördert werden. Und damit ist das Ganze auch letztendlich interessant. Hier mal wieder die Übersicht, die ich schon letztens gezeigt habe für den Wohnbaubereich. Wenn wir also hier eine Einzelmaßnahme Anlagentechnik einmal betrachten, mit einem 15-prozentigen Zuschuss sowie weiteren 10% als Konjunkturbooster, also 25,
vielleicht sogar, wenn man noch einen individuellen Sanierungsfahrplan anstrebt, mit, Entschuldigung, 30% Zuschuss. Dann betrifft das auch den Bereich der Optimierung von raumlufttechnischen Anlagen beziehungsweise den Einbau von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Das heißt also, wenn jetzt genau diese geforderten Systeme in ein Bestandsgebäude eingebaut werden, womit ich dann eben auch das Monitoring, was ja gesetzlich gesetzt ist, erreichen kann und zusätzlich dann auch den Gebäudeautomatisierungsgrad B mindestens erreiche, dann wird das Ganze eben über das BEG finanziell bezuschusst. Hier auch nochmal vollständigkeitshalber, was da alles reinfällt, also auch die Kältetechnik zur Raumluftkühlung, wenn es da wieder um umweltverträgliche Kältemittel geht, sowie den Einbau sparsamer Innenbeleuchtung. Das wäre also jetzt zum ersten einmal der gesetzliche Rahmen gesteckt. Und jetzt schauen wir uns Lösungskonzepte, Lösungsvorschläge an, wie man diese Forderungen im Grunde genommen in Bestand oder Neubau umsetzen kann. Ich habe das Ganze, wie Sie hier schon an der Eingangsfolie sehen, in drei Kapitel aufgeteilt. Das heißt, im ersten Schritt geht es einmal um die Anforderungen an die Hydraulik und die Regelungstechnik, die ja letztendlich vom existierenden System im Bestand her schon definiert ist. Dann geht es natürlich auch um die beiden Komponenten Hydraulik und Regelungstechnik, also was sind die richtigen Ventile für einen sicheren hydraulischen Abgleich und was sind die richtigen Regelkomponenten, damit eben die Ventile entsprechend angesteuert werden. Bevor ich damit anfange, vielleicht ganz banal, aber trotzdem wichtig, einmal kurz besonnen, warum überhaupt Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingebaut werden. Denn im Grunde genommen sollen diese Systeme zwei wichtige Ziele erfüllen. Das eine Ziel ist bekannt, nämlich die Leistung an den Übergabepunkt zu bringen. Aber das zweite Ziel dürfen wir nicht außer Acht lassen, nämlich diese Aufgabe mit mindesterforderlicher Energiemenge zu realisieren. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass wir hier in der Mitte gerecht verteilen und somit auch eine Überdimensionierung auf der Erzeugerseite vermeiden können. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite natürlich hocheffiziente Komponenten wie Wärmetauscher und Pumpen. Aber wir brauchen genauso auch genaue Einstellmöglichkeiten an den Regelventilen. Das heißt, auch hier an dieser Stelle ist der hydraulische Abgleich ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Allerdings nicht nur der Abgleich allein, sondern es muss auch die entsprechende Regelqualität da berücksichtigt werden. Und da werde ich gleich auch in den weiteren Folien mal noch etwas genauer drauf eingehen. Wenn wir uns das jetzt nämlich mal betrachten, wie muss denn im Grunde genommen auf den Verbraucher abgestimmte Regelung aufgebaut sein? Grundsätzlich erstmal für alle Systeme gilt es festzuhalten, dass wir sehr selten unter Auslegungsbedingungen, also im Nennlastbereich, arbeiten. Und ich meine damit jetzt nicht den Zustand, dass wir wirklich im Heizbetrieb tiefste Wintertemperaturen oder im Sommerbetrieb sehr warme Außentemperaturen haben, sondern es geht hier darum, dass die Nennlast ja im Grunde genommen nur erforderlich ist, wenn keine internen Wärme- oder Kältegewinne entstehen. Und das führt im Grunde genommen dazu,
dass circa 80% der Heiz- oder Kühlperiode ein System weniger als 20% Durchfluss benötigt. Wie das mit den 20% entsteht, zeige ich auch gleich noch auf den nächsten Folien. Das heißt also, wenn wir eine gut funktionierende Hydraulik aufbauen wollen, dann brauchen wir dazu Regelventile, die eben kleine, niedrige Durchflussmengen stabil und genau regeln können, auch wenn sich dadurch natürlich die Differenzdrücke im System erheblich verändern. Und hier haben wir auch schon des Rätsels Lösung, nämlich den Zusammenhang zwischen Wärmeabgabe und Durchfluss. Dieser Zusammenhang ist eben nicht linear, sondern wie man hier sieht, eine Kurvendarstellung, die den sogenannten thermischen Wirkungsgrad definiert. Und wenn wir für Heizbetrieb einmal 60 Grad Vorlauf, 50 Rücklauf und 20 Grad Raumtemperatur zugrunde legen, dann haben wir hier diese Krümmung, wie sie im Bild dargestellt ist, oder den Wirkungsgrad Phi mit 0,25. Für den Sommerbetrieb ergibt sich die gleiche Kurve, wenn wir 6, 11, 26 fahren. Das heißt, wenn hier die Temperaturen etwas abweichen, vielleicht 55, 45 im Heizbetrieb oder ähnliches, dann wird sich die Neigung der Kurve auch etwas ändern. Aber es bleibt auf jeden Fall eine Kurve, sodass wir jetzt im ersten Bild einmal von diesem Mittelwert mit dem thermischen Wirkungsgrad 0,25 ausgehen und das Thema weiter betrachten. Also jetzt mal eine andere Sichtweise genau auf diese Kurvendarstellung. Und wenn ich jetzt mir mal diesen oberen Bereich Leistung zwischen 80% und 100% ansehe, dann kommen wir in den Bereich im Grunde genommen nur bei Nennlast oder vielleicht sogar überhaupt nicht, wenn wir nämlich berücksichtigen, dass der Verbraucher ja nach Baugrößen zugeordnet werden muss und ich damit immer eine gewisse Überdimensionierung habe. Diese Überdimensionierung kann natürlich exakt ausgerechnet werden, das setzt aber dann auch schon im frühen Stadium sehr tiefgehende Planung voraus. Das heißt, wir bewegen uns in der Regel hier in diesem unteren Bereich, den ich jetzt mal grün hinterlege, um damit auch die Auswirkungen für die Hydraulik zu zeigen. Diese 20% Durchfluss, das war das, was wir vorhin hatten. Eben 80% brauchen wir vielleicht nur 50% der tatsächlich gesetzten Leistung. Und wenn ich mir das Gesamtspektrum einmal ansehe, dann habe ich eine Leistungsabgabe zwischen 10% und 80% mit einer Wassermenge von 4% bis 50% realisiert. Das heißt also, gerade im Schwachlastbetrieb, wenn eine Anlage anfährt, Gebäude vielleicht auch wenig genutzt ist, dann brauchen wir entsprechend geringe Durchflussmengen. Und hier müssen jetzt die entsprechenden Regelventile genau diesen Durchfluss auch liefern können. Denn wenn eine Anlage schon nicht richtig anfährt, dann wird ja häufigst korrigiert und diese Korrektur bleibt dann ein Leben lang. Das heißt also, es wird ein Leben lang, solange wie die Anlage eben nicht weiter angefasst wird, überversorgt. Die Lösungsansätze wären jetzt also Armaturen, die im unteren Bereich wirklich genau arbeiten können. Und das, was ich Ihnen hier zeige, ist einmal eine einfache lineare Kennlinie, wie sie auch von einfachen Regelventilen gefahren wird. Das heißt also, wir haben hier immer sehr schnell einen sehr großen Durchfluss und solche Systeme, die eignen sich im Grunde genommen dann, wenn der Verbraucher
eine sehr große Masse hat, also ein träges Verhalten, denn die Regelung muss ja nur so schnell sein wie die zu regelnde Strecke. Wenn es zu schnell ist, kann es zum Überschwingen führen, das wäre kontraproduktiv. Also für diesen Bereich einfache Regelventile und überall dort, wo wir eben eine sehr genaue Regelung brauchen, wenig Wasserinhalt in den Verbrauchern ist, entsprechend schnelle Reaktionszeit, da setzen wir Regelventile mit gleichprozentiger Kennlinie ein. Die ist hier in dem unteren Bereich also sehr flach verlaufend, sodass eben entsprechend viel Ventilhub nur zu kleinen Durchflussänderungen führt und damit eben auch diese kleinen Durchflussmengen genau geregelt werden können. Das heißt im Grunde genommen, der Verbraucher bestimmt die Anforderung an die Regelqualität. Hier habe ich mal so ein bisschen dargestellt, was es alles an Verbrauchern geben könnte. Grob aufzuteilen wäre das dann in träge reagierende Verbraucher oder entsprechend schnelle Verbraucher. Und überall dort, wo wir träge Systeme haben, reichen Ventile mit einer linearen Kennlinie, vielleicht sogar ganz simpel mit einem On-Off-Stellglied aus. Das wären zum Beispiel Heizkörpersysteme oder auch die gesamten Bereiche Flächenheizung, Wandheizung, Betonkerntemperierung, vielleicht sogar, wenn entsprechende Masse und damit Trägheit da dran hängt, auch Heiz- und Kühldecken. Genauso gut gibt es dann auf der anderen Seite natürlich schnell reagierende Verbraucher. Auch hier können die Heizkühlsysteme eingeordnet werden, wenn es eben entsprechend wenig Masse, wenig Wasser ist und dementsprechend das Ganze auch schnell reagiert. Oder klassisch in dem Bereich sind die Fan-Coil-Units und die gesamten Lüftungsanlagen angesiedelt. Das heißt also, da brauchen wir auf jeden Fall Armaturen mit einer gleichprozentigen Ventilkennlinie. So, wenn ich das Ganze jetzt auch mal so ein bisschen Richtung Produkte abrunde, dann wähle ich eben für statische Heizflächen, wie ich sie hier mal dargestellt habe, oder eben auch Flächenheizsysteme, einfache lineare Ventile und da bieten sich differenzdruckunabhängige Regelventile, zum Beispiel unsere Eclipse-Ventile an, weil ich damit eben auch eine perfekte Hydraulik realisieren kann. Für größere Wassermengen, wenn wir noch im Bereich der trägen Systeme, also klassisch Betonkernaktivierung sind, wären das ebenfalls On-Off-Antriebe, dann aber das TA-Kompakt-P gesetzt, mit dem ich eben größere Durchflussmengen realisieren kann. Ich werde auch gleich noch im nächsten Schritt etwas genauer auf diese Produktlösungen eingehen. Auf der anderen Seite dann überall dort, wo wir hohe Anforderungen an die Regelqualität haben, also raumlufttechnische Anlagen, Fancoils und ähnliches. Da brauchen wir auf jeden Fall gleichprozentige Ventile. Und dann wären wir in unserer Produktpalette TA-Modulator mit den entsprechenden Antrieben. So, das heißt also, jetzt haben wir mal die Anforderungen definiert und gehen jetzt etwas tiefer in diese entsprechenden Systemlösungen. Für ein klassisches Heizkörpersystem zum Erfüllen des hydraulischen Abgleichs bietet sich da eben das Eclipse-Ventil an. Das heißt, hier haben wir eine automatische Durchflussregelung. Es wird direkt der Durchfluss in Liter pro Stunde auf einer gut ablesbaren Skala eingestellt. Damit ist dann letztendlich auch keine exakte oder detaillierte Ronitz-Berechnung, um den Einstellwert zu ermitteln, erforderlich. Es gibt vom Eclipse-Ventil zwei Ausführungen. Die Variante mit der orangenen Kappe hat einen Einstellbereich von 10 bis 150 Liter pro Stunde.
das größere Modell mit der grünen Kappe einen Einstellbereich von 30 bis 300 Liter pro Stunde. Beide Ventile sind in die Normbaumaßen erhältlich, sodass sie also 1:1 auch in Bestandsgebäuden getauscht werden können. Und beide Ventile halten im Grunde genommen bis zu einer Druckdifferenz von 60 Kilopascal, die also hier direkt am Ventil anstehen kann, den eingestellten Durchfluss konstant. Das heißt, der Durchfluss wird im Teil- und Schwachlastbetrieb kontinuierlich nachgeregelt. Es findet keine Überversorgung mehr statt. Und damit sind auch die Strömungsgeräusche, die ja einen echten Komforteinschnitt darstellen, vermieden. Hier einmal die komplette Palette des Eclipse-Ventils. Also im Grunde genommen gibt es diese Armatur in allen gängigen Nennweiten und Gehäusebauformen. Das Eclipse 300 ist aktuell in DN15 ebenfalls in den gebräuchlichen Gehäusebauformen erhältlich und es deckt den gleichen Bereich ab wie auch der Dynacon Eclipse Heizkreisverteiler. Das heißt also, überall dort, wo wir typische Heizkörpersysteme haben, kann ich den hydraulischen Abgleich einfach und sicher umsetzen durch Einsatz dieser Thermostatventilunterteile Eclipse bzw. Eclipse 300 und ich brauche dann auch hier in der Verteilung keine weiteren Regler, auch keine Differenzdruckregler, solange eben in der Zentrale eine Hocheffizienzpumpe eingesetzt ist, die maximal 60 Kilopascal zur Verfügung stellt. Für ganz große Gebäude, wo ich über die 60 kPa komme, würde ich dann in der Unterverteilung einige wenige Differenzdruckregler noch platzieren. Ja, und wenn wir da jetzt die Gebäudeautomationsklasse B oder A realisieren wollen, dann kann ich natürlich keinen normalen Thermostatkopf aufsetzen. Dann brauchen wir hier auf den Thermostatventilunterteilen Eclipse kommunikationsfähige Antriebe, wie wir sie zum Beispiel in unserer Antriebsserie TA Slider 160 anbieten. Sie sehen hier eine sehr große Übersicht über das aktuelle Portfolio. Und ich will das jetzt noch etwas weiter aufschlüsseln, indem ich einfach mal die wichtigsten Varianten kurz vorstelle. Es gibt also einmal eine Seite, wo ich nicht nur einen Standard-Digital-Eingang habe, sondern auch das entsprechende Ausgangssignal. Wenn ich noch zusätzlich etwas schalten möchte, wird die Plus-Variante genommen. Das heißt, hier ist ein Relais verbaut, was maximal 5 Ampere schalten kann. Dann gibt es eine Variante CO als Changeover. Das heißt, dieser Antrieb kann jetzt für kombinierte Heizkühlsysteme benutzt werden und schaltet dann auch über das eingebaute Relais sofort den 6-Wege-Kugelhahn für die Umschaltung. Das heißt also, wir brauchen hier nur einen digitalen Schnittpunkt, um Heiz- und Kühlbetrieb zu realisieren. Dann gibt es natürlich auch die ganze Welt der Bussysteme von KNX über Modbus bis Bucknet. Auch da wieder in den normalen Ausführungen oder eben auch in der Ausführung mit Relais bzw. der Changeover-Variante, um eben auch hier wiederum den 6-Wege-Kugelhahn direkt über eine digitale Schnittstelle anzusteuern. Selbstverständlich gibt es auch Sicherheitsantriebe, die also in eine definierte Position fahren im Störfall, wobei Sie diese Notstellfunktion frei konfigurieren können. Sie können also definieren, ob die Spindel ausgefahren oder eingezogen ist oder eine definierte
Zwischenstellung für eine Zwangsdurchströmung noch realisiert. Sie können sogar eine Zeitverzögerung einstellen, um eben das gesamte System entsprechend zu dämpfen. Auch hier gibt es natürlich wieder die zuvor bekannten Systeme. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Diese Seiten dienen im Grunde genommen im Handout für Sie, dass Sie sich einen Überblick über die Möglichkeiten verschaffen können, wenn Sie in diesem Bereich Antriebe suchen, die jetzt für ein System eingeplant werden sollen. Ja, dann gehen wir in die nächste Rubrik, in die schnell reagierenden Systeme. Und da brauchen wir ja dann die Armatur aus der Serie TA Modulator. Sie sehen es hier, gibt es im Grunde genommen drei verschiedene Gehäusebausformen, also klein, mittel und groß, von 1,5 Zoll DN15 bis DN200. DN200 deckt dann auch einen Durchflussbereich von über 200 Kubikmeter pro Stunde ab, sodass wir eben auch ganze Gebäudeteile mit dieser Technologie bedienen können. Und auch hier gilt natürlich wieder die hohe Regelgenauigkeit und die einfache Möglichkeit des Dimensionierens, weil auch hier das Ventil ist ja differenzdruckunabhängig, direkt der erforderliche Durchfluss über die Voreinstellung eingestellt werden kann. Gerade in Nichtwohngebäuden, wo ja des Öfteren auch Veränderungen stattfinden, also an- und umgebaut wird, ist dieser Aspekt nicht zu unterschätzen. Denn wenn eine Veränderung in der Hydraulik stattgefunden hat, muss ja im Grunde genommen das Gesamtsystem neu eingestellt werden. Also salopp gesagt, vorne muss ich drosseln, damit Wasser nach hinten fließt. Das ist, wenn Sie die TA-Modulator-Ventile einplanen, nicht erforderlich, weil jedes Ventil für sich autark den eingestellten Durchfluss regelt. Und auch hier haben wir dann natürlich die entsprechenden Antriebe. Das heißt, bei dem kleinen TA-Modulator bis 1,25 Zoll passen die zuvor beschriebenen Slider aus der 160er-Serie. Naja, und dann geht es halt munter weiter. Das wäre jetzt der Antrieb für DN40, DN50 und hier haben wir die großen Antriebe bis hin zu DN200. Und genau in der gleichen Bandbreite, wie ich Ihnen vorhin diese Antriebe vorgestellt habe, finden Sie auch die verschiedensten Versionen der Antriebe für die großen Armaturen, sodass ich mich an der Stelle jetzt auch nicht wiederholen muss, sondern im Grunde genommen haben Sie einmal die gesamte Bandbreite kennengelernt und können jetzt diese Antriebe passend zu den entsprechenden Armaturen, je nachdem, welche Durchflussmenge benötigt wird, zuordnen. Das alles wäre im Grunde genommen erst einmal der Aspekt für mehr oder weniger Stand der Technik, Systeme, wo wir eben differenzdruckunabhängige Regelventile mit entsprechenden Antrieben bestücken, um die Anforderungen im Bereich der Gebäudeautomation abzudecken. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Möglichkeiten und die stelle ich jetzt in den nächsten Folien etwas genauer vor. Wenn wir uns das TA-Modulator-Ventil, was ich ja gerade vorgestellt habe, etwas genauer ansehen, dann haben wir im Grunde genommen drei Funktionen in dieser Armatur. Wir haben einen Differenzdruckregler mit Strömungsrichtung am Anfang. Damit ist das Ventil letztendlich differenzdruckunabhängig. Dann haben wir natürlich die Drosselfunktion, um den hydraulischen Abgleich durchzuführen. Und zu guter Letzt natürlich auch ein Regelventil mit einer gleichprozentigen Regelcharakteristik.
Was noch dazu kommt, hier durch diese beiden Kreuzchen, das sind diese Diagnosepunkte. Die bieten Ihnen die Möglichkeit, im Bedarfsfall Messungen durchzuführen. Und so können Sie zum einen den anstehenden Differenzdruck messen, zum anderen natürlich auch den tatsächlichen Durchfluss. Das heißt, in einem weit verzweigten oder auch unbekannten System ist es sehr einfach möglich, die Pumpenförderhöhe zu optimieren, wenn Sie nämlich hier an diesen Diagnosepunkten bei der Inbetriebnahme den Durchfluss am entferntesten ungünstigsten Ventil sichtbar machen durch die Messung. Dann können Sie die Förderhöhe der Pumpe von unten bis an die Nenndurchflussmenge hochfahren und haben so mit niedrigster Förderhöhe ein perfekt abgeglichenes System. Die neue Technologie zeige ich Ihnen jetzt anhand unseres Ventils TA Smart, denn hier haben wir gleich 5 Funktionen in einer Armatur. Auch hier ist es natürlich ein Regelventil mit gleichprozentiger Regelcharakteristik. Natürlich auch die Funktion regulieren, also hydraulischer Abgleich, ist berücksichtigt. Die Armatur ist aber gleichzeitig auch ein Messgerät für Durchfluss und Temperaturen, also wirklich Temperaturvorlauf und Temperaturrücklauf. Und aufgrund dieser Messdaten habe ich dann auch sofort die Funktion Datenlogger oder auch Transmitter realisiert, wie sie ja in Paragraph 71 des Gebäudeenergiegesetzes gefordert ist. Außerdem benutzen wir diese Daten natürlich auch noch wieder, damit die Armatur sich eigenständig kontrolliert und gegebenenfalls auf die eingestellte Regelgröße korrigieren kann. Sie bestimmen letztendlich in dem Zusammenhang auch, was geregelt werden soll. Ist es wie bei einem TA-Modulator zum Beispiel nur der Durchfluss oder wollen Sie sogar die komplette Leistung überwachen und regeln? Für Industrieanwendungen ist es manchmal sogar ausreichend, nur den Hub, also die Ventilposition, zu fixieren. Alles drei ist möglich. Alternativ kann das TA Smart auch als elektronischer Differenzdruckregler eingesetzt werden. Da gehe ich gleich noch etwas genauer drauf ein. Und so haben wir im Grunde genommen diese Forderungen des Gebäudeenergiegesetzes in ein Regelventil hinein integriert, sodass keine weiteren Armaturen erforderlich sind. Überall dort, wo das Energiemonitoring, das Datenloggen sinnvoll ist, wird ein normales Regelventil dann durch so ein TA Smart ersetzt werden können. Und hier habe ich mal die Darstellung des TA Smart DP. Sieht im Grunde genommen genauso aus. Es fehlt noch der Differenzdrucksensor hierbei. Und dann haben wir letztendlich nicht mehr 5, sondern 4 Funktionen in der Armatur. Eben einen elektronischen Differenzdruckregler, der sich eigenständig kontrolliert und auch wieder die Mess- und Datenloggerfunktion beinhaltet. Das heißt, hier wird letztendlich der Differenzdruck geregelt und somit wird halt diese Armatur auch wieder überall dort platziert, wo bisher vielleicht ein Standard-Differenzdruckregler notwendig, sinnvoll war. Und Sie haben gleichzeitig dann wieder die Möglichkeit, die im Paragraph 71 geforderte Energiemonitoring-Funktion an der gleichen Stelle mit abzudecken. Das heißt also, so ein TA Smart ist im Grunde genommen sinnvoll platziert überall dort, wo ein Monitoring gefordert oder vielleicht auch einfach mal ohne Forderung sinnvoll ist, um
eben Erkenntnisse aus der Anlage herauszuziehen. Und die Armatur ersetzt ein üblicherweise eingebautes Ventil. Es ist also keine zusätzliche Armatur erforderlich. Und darum geht es im Grunde genommen auch hier. So viel Technik einbauen, wie sinnvoll und notwendig ist, und nicht Armaturen hintereinander zu reihen. Das heißt also, wir könnten ein TA Smart einsetzen als Regelventil, um auf einer differenzdruckbehafteten Verteilung vielleicht einzelne Verbraucherkreise oder Regelkreise zu regeln. Wir können das Ganze auch in einer kombinierten Heizkühldecke als Zonenregelventil einsetzen. Ich habe das also hier mal für diese beiden Gruppen eingezeichnet. Und dann würde das TA Smart hier auch die unterschiedlichen Durchflussmengen für Heiz- und Kühlsystem regeln und in der Mittelstellung dann diese drei Wegeventile umschalten, sodass wir also auch hier wiederum nur einen Digitalschnittpunkt brauchen für eine gesamte Gruppe. Ich gehe da gleich noch etwas genauer drauf ein. Ja, und den elektronischen Differenzdruckregler habe ich vorhin ja schon einmal erwähnt. Den könnte ich ja hier auch platzieren. Entsprechende Zeichnung habe ich aktuell noch nicht erstellt. Wie sieht die Armatur aus? Wie ist sie zu lesen? Das zeige ich Ihnen hier auf der nächsten Folie. Wir haben also erstmal auffällig die Smartbox, die Zentralelektronik hier zusätzlich zu dem, was man eben normal an einem Ventil sieht. Und in dieser Elektronik fließen im Grunde genommen alle Informationen zusammen. Das heißt, hier fließen die Werte der beiden Temperatursensoren ein. Hier findet die Durchflussmessung statt. Von dort wird auch der Antrieb angesteuert und von hier oder nach hier geht im Grunde genommen auch die Kommunikation. Die kann sowohl drahtgebunden oder busgeführt sein, wie auch drahtlos. Das heißt also, die Armatur hat auch die Möglichkeit, eine LAN-Schnittstelle einzukoppeln, um dann eben über das World Wide Web zu kommunizieren. Auf der anderen Seite gehört natürlich zur Durchflussmessung auch die entsprechende Messstrecke. Es handelt sich hier um ein weiterentwickeltes Ultraschallverfahren, was entsprechend auch patentiert ist, damit hier eine wirklich hohe Genauigkeit realisiert werden kann. Die Toleranzwerte werde ich auch auf den nächsten Folien dann noch etwas genauer benennen. Dann haben wir natürlich die Ventiltechnik, vergleichbar wie beim TA-Modulator, also ein Regelventil mit gleichprozentiger Charakteristik und hohem Stellverhältnis. Wir haben den entsprechenden Antrieb, der jetzt hier von der Smartbox angesteuert wird. Das Ganze ist also wirklich eine Einheit, wird komplett montiert geliefert. Ja, und was jetzt noch fehlt, ist im Grunde genommen ein eingebauter Temperaturfühler für die eine Seite des Mediums und ein zweiter Fühler als Fernfühler, der dann hier in dieser Doppelmuffe mit Tauchhülse positioniert werden kann, sodass wir auch auf der gegenüberliegenden Seite eine einfachere und sichere Montagemöglichkeit haben. Bei den größeren Dimensionen in Flanschbauweise sieht es dann ähnlich aus, nur dass hier jetzt der externe Fühler nicht noch wieder in einer Doppelflanschmuffe platziert wird, sondern da ist es sinnvoller, das Ganze dann auf der gegenüberliegenden Seite über eine Tauchhülse in die vorhandene Rohrleitung einzubringen. Wie vorhin schon mal angedeutet, hier noch etwas mehr Informationen zu dem Changeover-System, wenn wir also Zonenregelung realisieren möchten. Dann habe ich die Möglichkeit,
den hydraulischen Abgleich für unterschiedliche Massenströme, Heiz- und Kühlbetrieb, durch ein Regelventil TA Smart zu realisieren. Die gesamte Konfiguration erfolgt mit der HiTune App. Und dazu habe ich hier mal einen Screenshot eingeblendet. Sie sehen also, hier haben wir unterschiedliche Durchflussmengen für Heiz- und Kühlbetrieb, die eben via App konfiguriert werden. Und dann sendet man per Bluetooth-Signal dieses Konfigurationsprotokoll zum Ventil. Und ich habe damit eben eine Armatur für beide Systeme Heizen und Kühlen und auch hier wiederum zusätzlich die Monitoring-Funktion, dass wir also auch an der Stelle wieder sagen können, wo eine Gruppe zu überwachen ist. Da setze ich nicht nur ein TA-Modulator, sondern ein TA-Smart-Ventil. Dann habe ich wieder die kontinuierlichen Messergebnisse, Durchfluss, Vorlauf, Rücklauftemperatur, Leistung. Stichwort Messdatenerfassung hatte ich vorhin ja schon einmal angedeutet. Wir können also Durchfluss, Vorlauf, Rücklauftemperatur permanent als Information erfassen, genauso wie die Ventilposition, den Ventilhub. Und Zugang ist das Ganze über alle üblichen Kanäle, also sowohl analog wie Bussysteme oder auch ganz normal per Bluetooth-Signal. Und dann habe ich sogar so ein kleines Monitoring-System über die vergangenen letzten 90 Sekunden, was ich immer direkt im Startbildschirm angezeigt bekomme, um einfach auch mal zu sehen, ist das System stabil oder schwankt es noch, weil es permanent nachregeln muss. Diese ganzen Daten werden dann in eine Cloud gesendet, denn auch das gilt ja zu berücksichtigen. Paragraph 71 fordert frei zugängliche neutrale Schnittstelle und das realisieren wir mit der Cloud. Auch da gehe ich gleich in den nächsten Folien noch etwas genauer drauf ein. Vorab aber auch noch ein paar Hinweise zu der Genauigkeit der Messungen. Der Durchflussmessung erfolgt ja über eine Ultraschall-Variante, bei der wir wirklich eine hohe Genauigkeit auch bei jeden Temperaturen oder Wasser-Glykol-Gemisch realisieren können. Ich zeige das hier mal in einem Diagramm. Also auch für kleinste Durchflussmengen. So, wenn ich sage, ich bin im Bereich von 10%, dann habe ich eine Toleranz von plus minus 3%, egal welche Temperatur, egal welches Wasser- oder Wasserglykolgemisch, immer gleichbleibende Qualität. Und ich kann bis 0,5% der Nennwassermenge herunterregeln. Dann werden die Toleranzen zwar etwas größer, sind aber immer noch einzigartig, was die Genauigkeit angeht. Bei der Temperaturmessung setzen wir PT1000 Fühler ein. Die sind kalibriert, sodass wir auch hier eine hohe Genauigkeit realisieren. Die Temperaturmessgenauigkeit beträgt plus minus 0,2 Kelvin bei 20 Kelvin Temperaturdifferenz. So, das wäre also, wenn wir mal diese beiden Werte zusammenbringen und auf eine Leistungsmessung das Ganze hin betrachten, zu folgendem Ergebnis kommen. Wir haben maximal 5% Durchflusstoleranz im unteren Bereich zwischen 1 und 4% der Durchflussmenge, also Schwachlastbetrieb. Und wir haben maximal 0,2 Kelvin Toleranz bei 20 Kelvin Spreizung im System, sodass dadurch dann eine Maximaltoleranz von plus minus 7% für die Leistungsmessung resultiert, wenn wir in dem kleinen Bereich zwischen 1 und 4% der Durchflussmenge sind
in dem Bereich zwischen 5% und 100% ist die Leistungsvergabe plus minus 5% als Maximaltoleranzausschlag zu werten. Ja, und so würde das Ganze dann aussehen, wenn Sie sich die Informationen einmal aus der Cloud herausholen. Das heißt, auch da haben Sie neben den eigentlichen Tabellendatenwerten so einen Monitoring-Übersicht, mit der Sie eben die wichtigsten Dinge erkennen können. Ich stelle das Diagramm jetzt etwas genauer vor. Da gibt es zum einen Basisinformationen, nämlich was haben wir für eine Ventilnennweite? Befindet sich die Armatur im Vorlauf oder im Rücklauf? Was für ein Medium ist eingesetzt? Dann habe ich sofort den Durchfluss, den ich hier einsehen kann. Ich sehe auch die Temperaturen von Vor- und Rücklauf und als Produkt daraus die Leistung. Wenn Sie hier mal den orangefarbenen Balken bei der Leistung betrachten, dann ist das die gleiche Farbe hier an dem Ventil. Daran erkenne ich dann auch die Betriebsart, dass das Ventil nämlich jetzt wirklich Leistung regelt. Wenn es im Modus Durchflussregelung stehen würde, wäre der Balken hier am Ventil blau, in der gleichen Farbe eben wie Durchfluss. Dann sehen wir noch das Eingangssignal, den Hub, wie weit das Ventil geöffnet ist. Und diese ganzen Daten können jetzt eben neutral als CSV-Datei ausgelesen werden, damit, wie gefordert im GEG, Standard-Software-Programme eine Auswertung realisieren können. Sie bestimmen im Grunde genommen nur, was Sie auslesen möchten. Den Zeitraum der vergangenen 24 Stunden, der letzten Woche, des letzten Jahres oder auch einen individuellen Zeitraum, wenn Sie sagen, ich möchte vielleicht mal beispielsweise die letzten 2 Jahre etwas genauer untersuchen. Und dann bekommen Sie halt immer diese CSV-Datei, die mit ganz normalen Tabellen Softwareprogramm, das bekannt ist, vielleicht Excel, weiter verarbeitet werden können. Nun, es gibt noch viele, viele weitere Möglichkeiten, die man mit dieser neuartigen Armatur TA Smart begehen kann. Und in dem Zusammenhang verweise ich jetzt einmal auf unseren YouTube-Kanal, weil da finden Sie noch sehr viel bildhafte Beispiele. Wenn Sie mal auf unserer Homepage ganz nach unten blättern, da finden Sie das bekannte YouTube-Symbol. Und wenn Sie dort draufklicken, gibt es eben eine Auswahl von vielen weiteren Informationen zu der Armatur. Also von sehr ausführlichen Vorträgen oder auch Webinaraufzeichnungen bis kurzen Bedienungsanleitungen, wie zum Beispiel mit der App konfiguriert wird und ähnliches. Also da können Sie gespannt sein und im Grunde genommen sich auch jede Inspiration oder Hilfe holen, die nur denkbar ist. Ja, damit bin ich auch schon genau bei dem Stichwort, wie wir Sie noch weiter unterstützen können, sowohl bei Ihrer Planung wie auch bei der Berechnung oder auch bei weiteren Schulungsmaßnahmen. Zum einen möchte ich da auf meine Kollegen hinweisen. Unsere Vertriebsingenieure stehen Ihnen sprichwörtlich mit Rat und Tat zur Verfügung, um eben auch Ihr Know-how an Sie weiterzugeben, damit Sie eben kosteneffiziente Anlagen gestalten können. Also wir helfen wirklich so als verlängerter Schreibtisch auch mit detaillierter und qualifizierter Planungsarbeit. Gemeinsam mit Ihnen wird dann der Rahmen abgesteckt und wir würden dann die Detailberechnungen auch für Sie durchführen. Ziel ist hier natürlich auch wieder ein optimales Konzept,
mit möglichst wenig Armaturentechnologie einzusetzen. Also auch hier wieder getreu das Stichwort weniger ist mehr. So viel Technik wie nötig, nicht so viel wie eben möglich, damit das Ganze sowohl von der Erstellung wie auch hinter vom Betrieb her kostengünstig und effizient gestaltet werden kann. Also wenn Sie da Interesse haben, ich zeige zum Ende nochmal meine E-Mail-Adresse, dann schreiben Sie mich gerne an, gerne auch in die Chat-Funktion und ich würde dann Ihr Anliegen an den entsprechenden Kollegen weitergeben, sodass Sie vor Ort eine tiefergehende Beratung erhalten können. Wenn Sie lieber das Selbststudium praktizieren möchten, gibt es auch da noch einige weitere Möglichkeiten. Wir haben also sehr viel Auslegungshilfen in Form von Fachbroschüren. Hier sehen wir zum Beispiel mal eine Broschüre zum Gebäudeenergiegesetz, zu den Changeover-Systemen oder generell in dem Bereich Regelungstechnik und Hydraulik. Alle diese Broschüren sind bei uns auf der Homepage im Downloadbereich als PDF-Datei verfügbar. Dort gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, BIM-Daten oder maschinenlesbare Armaturendaten entsprechend der Schnittstelle VDI 3805 zu bekommen. Darüber hinaus haben wir auch noch einige Auslegungstools, die wir selbst entwickelt haben, wie zum Beispiel die App HiTools oder hier im Hintergrund die Software HiSelect, mit der Sie zum Beispiel auch komplette Schaltungen, drucklose Verteilungen und Ähnliches planen und dimensionieren können. Ja, wenn Sie das alles noch etwas tiefergehender kennenlernen möchten, dann bieten wir in Zukunft auch wieder Tagesseminare hier im Werk in Erwitte an, wo es eben um die Verknüpfung Theorie und Praxis geht. Das heißt also hier an unserer praktischen Demonstrationsanlage haben Sie dann die Möglichkeit, die Arbeitsweise der unterschiedlichen Armaturen kennenzulernen. Wir werden also dort Beispiele berechnen, die wir anschließend umsetzen, um das Ganze auch wieder im Nenn-, Teil- und Schwachlastbetriebszustand zu betrachten. Also auch da wieder eine schöne Kombination aus Theorie und Praxis. Die Seminartermine für diese Veranstaltung werden dann in den nächsten Wochen auch bei uns auf der IMI Hydronic Homepage aktiv geschaltet. Also wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie einfach in den nächsten 3-4 Wochen mal auf der Homepage nach und finden Sie dort dann solche Veranstaltungen. Ja, und damit wäre ich dann auch am Ende des heutigen Webinars. Hier haben Sie nochmal meine E-Mail-Adresse eingeklinkt, sodass Sie also, wenn Sie noch weitergehende Fragen haben oder auch Kontakt zu Vertriebskollegen suchen, dann können Sie mich dort entsprechend anschreiben.